Von wegen, der Titelkampf in der Bundesliga ist langweilig. Was sollen denn dann erst die Franzosen sagen? Paris Saint-Germain beherrscht die französische Liga nach Belieben. Der Serienmeister hat seit 43 Spielen nicht mehr verloren und führt die Tabelle mit 24 Punkten an. Trainer Laurent Blanc, die vermeintliche Notlösung, hat sich als Glücksgriff erwiesen. So wurde sein Vertrag nur wenige Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea verlängert. Durchaus zur Zufriedenheit aller, aber... Ich denke, du gewinnst gegen Chelsea kein Spiel, nur weil ein Vertrag gerade verlängert wurde, sondern mit harter Arbeit. Wir haben uns auf dieses Spiel nicht erst seit Samstag vorbereitet, sondern seit längerer Zeit. Spielen und Gewinnen in der Meisterschaft hilft bei der Vorbereitung auf ein Match. Und ich habe es schon mal gesagt, in so ein Spiel zu gehen mit einem gewissen Selbstvertrauen aus der Meisterschaft ist auch eine gute Sache. Ich bin persönlich sehr erfreut über seine Vertragsverlängerung, aber das hilft dem Team nicht zu gewinnen. Sechs Titel haben Trainer und Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren gewonnen. Aber für die Clubbesitzer aus Katar zählen die nationalen Meisterschaften längst nicht mehr. Sie fordern den Champions League-Titel. Dafür muss jetzt aber erst einmal der FC Chelsea aus dem Weg geräumt werden. Schon letztes Jahr war es ein schwieriges Spiel und ich denke, mit Di Maria haben sie noch Qualität hinzubekommen. Sie beherrschen die französische Liga nach Belieben und werden Meister, also wird es ganz offensichtlich ein schweres Spiel für uns. Aber auch für Sie, wir haben die Klasse, Ihnen Probleme zu bereiten und wir sind bereit, ein gutes Ergebnis zu erzielen und ein gutes Spiel abzuliefern. Letztes Jahr kamen die Pariser als Außenseiter nach zwei Unentschieden weiter. Diesmal sind sie Favorit. Aber vor dem so wichtigen Spiel gibt es Unruhe. Spieler Serge Aurier hat Trainer und Mitspieler im Internet verhöhnt und Laurent Blanc als Schwuchtel bezeichnet. Der Verein hat den Rechtsverteidiger umgehend suspendiert. Vor zwei Jahren habe ich sehr darum gekämpft und mich beim Management darum bemüht, ihn zu holen. Und dann muss ich sowas sehen. Das ist also der Dank dafür. Das ist erbärmlich. Sportlich kann Paris den Ausfall von Aurier verkraften. Die Mannschaft hat längst einen Kader mit vielen Alternativen und internationalen Stars.